Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Ich bin gebeten worden, meine Schätze ein bisschen vorzustellen. Und ich versuche jetzt einfach mal, das alles ein bisschen miteinander zu kombinieren. Also ich zeige euch, wie ich bastel, ich stelle euch die Schätze vor und ich habe mir noch etwas Besonderes überlegt, weil mein Rechner gerade hoch beschäftigt ist. Der lädt nämlich einerseits gerade ein Video ins Netz und andererseits rendert er ein Video, was ich heute Morgen schon gedreht habe. Kann ich also nicht weiterarbeiten, habe ich gedacht, gut, beschäftigen wir uns mit dem nächsten Projekt. Mein nächstes Projekt heißt Catch the Sketch. Am 15. Juli geht der neue Catch the Sketch online. Das ist Nummer 31, den hat Susanne sich ausgesucht. Susanne hat sich einen Sketch ausgesucht und diesen Sketch möchte ich gerne mit diesem Produktpaket umsetzen. Wir schauen uns als allererstes das Produktpaket an. Die Produktreihe heißt Sternenhimmel und hier sehen wir ein paar Bastelbeispiele von Stamping Up. Deswegen sind es englische Stempel, aber unser Stempelset, was wir bestellen können, gibt es auf Deutsch. Es heißt Sternstunden und es gibt tolle Sprüche da drin. Glückwunsch, nun werden eure Nächte kürzer, doch eure Tage heller. Möge eure Liebe unter einem guten Stern stehen. Mit dir ist jede Stunde eine Sternstunde. Hallo, kleiner Stern, und greif immer nach den Sternen. Dieses Greif immer nach den Sternen ist das, was ich überlegt hatte, mir heute zu benutzen. Aber nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir fangen vorne an. Ich stelle euch das Set vor. Also Sternstunden-Stempelset. Dazu gibt es eine Element-Handstanze mit Mond und Sternen. Total niedlich. Kann man dann hinterher aufkleben, ausschneiden braucht man es nicht. Dafür haben wir ja die Handstanze. Dann gibt es in der Produktreihe noch silbergestreifte Kordel mit Blütenrosa und Aquamarin. Die kann ich euch leider nicht vorstellen, weil die beiden Rollen sind im CeLaVi in Weihe, da wo ich Workshops gebe. Aber ich kann euch die Kordel in Weiß-Silber vorstellen. Und da es jetzt einfach so wie hier Silberfaden eingearbeitet ist, ist da auch nochmal ein Faden in Aquamarin und ein Faden in Blütenrosa eingearbeitet. Total schön für Karten, wie zum Beispiel hier. Haben sie einen Vorschlag gemacht, was man damit macht. Das ist total niedlich, einfach hier drunter gelegt, unter die Schüttelkarte. Ja, dann haben wir Funkelstern-Pailletten. Die habe ich auch hier. Die werden wir heute auch verbasteln in dem Projekt. Das sind so... Na, komm mal raus da. Die sind auch noch mal eingepackt, weil ich nämlich schon entdeckt habe, da ist ein Stern, der klebt gar nicht. Und ich vermute, dass sie das noch mal eingepackt haben, damit die Sterne hier nicht flöten gehen. Da kann man sich also silberne Sterne in groß und klein und so, ich glaube, das heißt irisierend, Sterne, die unterschiedlich leuchten, je nachdem, in welche Richtung man sie hält. Sekunde, so. Die leuchten ein bisschen gelblich, aber auch ein bisschen rosa oder ein bisschen bläulich, je nachdem, in welche Richtung man sie so hält. Ich glaube, das nennt sich dann irisierend. Ja, das Ganze gibt es in groß und klein. Wir werden uns aber mit den silbernen Sternen gleich beschäftigen. Ich lasse die jetzt schon mal draußen, wo ich das Paket schon offen habe. So. Das lege ich aber noch zur Seite, weil ich euch ja gerne noch das Produktpaket weiter vorstellen möchte. Wir haben auch immer passend zum Produktpaket ein Farbkartonset, 24 Bögen, drei verschiedene Farben, also 8 Bogen pro Farbe.
in Granit, in Blütenrosa und Aquamarin. Und wir haben Designerpapier Sternenhimmel. Das habe ich euch noch nicht gezeigt, doch gestern habe ich euch das gezeigt. Also jetzt, wo ich den gerade drehe, muss ich mir also noch hinter die Ohren schreiben, dass ich das Sternenpapier vorher veröffentliche, bevor ich dieses hier veröffentliche. Genau. Damit werden wir arbeiten. Und man kann hier sehen, hier stehen also immer noch Seitenzahlen hinten dran, weil man Beschreibung zu diesem Teil des Produktpaketes auch hinten noch bekommt. Das Produktpaket gibt es also Stempel für 23 Euro, Elementschwänze für 22, wären ja zusammen 45. Und wie ihr wisst, bei den Produktpaketen spart ihr 10%, also 40,50 Euro. Für das Produktpaket könnt ihr auch in Englisch und Französisch erhalten, wenn ihr möchtet. Und wir gucken mal nach hinten auf Seite 189. Da gibt es nämlich jetzt nähere Informationen. Hier ist das Papier und das Designpapier wieder aufgefangen. Und hier steht nochmal passend zur Produktreihe Sternenhimmel. Und hier steht, welche Farben verarbeitet worden sind in dem Designpapier. Dies ist Aquamarin, Blütenrosa, Flüsterweiß, Granit, Lindgrün und Marineblau. Und ich hatte mich jetzt entschieden, für die Karte von Catch the Sketch dieses Design zu benutzen. Also ist das Marineblau. Dann können wir hier mal den Katalog wieder zumachen. Ich habe Marineblau hier schon mal rausgesucht. Und ich habe auch schon vorbereitet eine Karte, denn unser Sketch ist ja eine Hochkantkarte mit vier Feldern und zwei Kreisen ineinander. Und die Hochkantkarte, ich versuche das mal hier liegen zu lassen, die Hochkantkarte habe ich einfach schon mal vorbereitet, ganz normal, 14,5 x 10,5, wie meine Karten immer sind. Und einen Layer habe ich auch vorbereitet, wie immer in meiner Kartengröße, 14,25 x 10,25. So, soweit könnt ihr mir, glaube ich, folgen. Und jetzt nehme ich euch mit in die Überlegungen, wie ich das angestellt habe. Dafür nehmen wir uns mal einen Bleistift. Und zwar hatte ich ja gesagt, meine Karte ist 14,5 mal 10,5. Da drauf ist der Layer 14,25 mal 10,25. So. Und jetzt brauchen wir hier vier Dinger obendrauf. So. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne, dass diese Dinger etwas weiter vom Rand abstehen als meine normale Karte. Mein normaler nächster Layer wäre ja jetzt 14 mal 10. Also 2,5 Millimeter insgesamt kleiner als die marineblaue Karte. Das heißt 1,25 Millimeter rechts und links. Das ist mir zu wenig für diesen ganzen Platz, den Susanne hier gelassen hat. Also möchte ich gerne, dass diese vier, ich nenne sie mal Streifen, 5 mm kleiner sind als meine aktuelle Karte. Meine aktuelle Karte ist 10,25 cm breit und dann 5 mm kleiner wären noch 9,75 cm Breite für die Streifen. So, und dann haben wir 14,25 in der Höhe. Und jetzt muss ich zuerst alle Felder zählen, die frei bleiben.
Ach so, ein Gedanke noch mal vorweg. Ich hatte gesagt, einen halben Zentimeter ziehen wir hier ab. Das heißt also pro Seite hier und hier 2,5 mm. Und die möchte ich dann jetzt aber auch hier oben haben, damit das schön egal aussieht. Also 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Also 1,25 cm weniger sind noch 13. Könnt ihr mir folgen? Ja, ne? Ich habe nur die Plätze zusammengezählt, wo hier kein Papier ist. Also hier 0,25, da 0,25, da 0,25, da auch und da auch. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Zwischenräume quasi und 5 mal 0,25 sind 1,25. Und 14,25, das ist die Höhe meines Layers, minus 1,25 sind 13 cm. So, 13 cm und dann haben wir 13 cm und dann haben wir geteilt durch 4 Schnippel, die wir hier erzeugen wollen. 12 cm durch 4 wären 3 cm pro Schnippel und 1 cm durch 4 sind ein Viertel Zentimeter, also ist jeder Schnippel 3,25 cm hoch. Und dann wird diese Karte ganz gerade, also in meinem Verständnis gerade. So, dann nehmen wir uns ein Schneidbrett. Leider habe ich hier auf dem Tisch nicht so viel Platz, als dass ihr das jetzt vernünftig sehen könnt, weil ich ja relativ gerade schneiden muss. Ich muss mal eben gucken, was passiert, ob ich euch hier, ich ziehe euch mal ein bisschen vom Tisch. So, guck mal, jetzt könnt ihr hier auch sehen, was ich tue. Also, ich nehme erstmal das Ding und setze an bei 9,75. Ja, bin mit meinem Finger auch noch im Bild. Das war ja die Breite von dem Ganzen, also 9,75. Oh, könnte so ungefähr hier sein. So ganz genau kann man das. Oh, ich sehe gerade. Dieser schöne Effekt, der in diesem Muster ist. Den finde ich, glaube ich, so sehr hübsch. Das ist ja so ein Schweif, der hier so rüber geht. Also legen wir das auch so da rein, dass man das gut sehen kann. 9,75. So, das ist schon mal über. Und jetzt hatten wir gesagt 3,25 pro Streifen. Natürlich ist es schwierig, einen halben Millimeter zu schneiden mit diesem Schneidbrett, aber ich gucke einfach, dass das immer so ungefähr hinkommt. Drei. Was mir wichtig ist, ist, dass die hier in Reihenfolge bleiben, so wie ich sie schneide, damit man eben diesen Schweif hinterher auch noch sehen kann. So, jetzt wird es ein bisschen fummelig hier mit dem Rest, aber das kriegen wir auch noch hin. Der Streifen ist auch über und wir haben hier 4 Streifen für unsere Karte. So, Schneidbrett wieder weg. Ihr wieder vernünftig auf den Tisch, nicht, dass ihr zwischendurch runterfallt. So. Die Streifen nicht aus Versehen durcheinander bringen. Und dann starten wir schon mal, indem wir die Streifen auf die Karte kleben. Denn ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie der Aufbau weitergeht. Ich habe mir zwar was überlegt, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das müssen wir gleich ausprobieren. Deshalb versuche ich die Teile, die sich nicht mehr verändern, bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie so haben möchte, schon mal zu finishen. Um dann die Teile, bei denen ich mir eben noch nicht sicher bin, auszuprobieren. Und ich klebe zuerst unten und oben die Streifen hin. Da ist es nämlich ganz einfach mit dem Abstand.
weil man ja hier links und rechts und oben eine Kante zum Gucken hat. So, die nächsten beiden Streifen werden nicht ganz so einfach, aber man kann sie zumindest schon mal hier so hinlegen. Mal gucken. So. Ja, ein bisschen noch. So ungefähr. Genau, immer wieder bitte darauf achten, dass ihr, also wenn ihr das, wenn euch das auch wichtig ist, dass ihr die nicht verdreht, sondern zum Beispiel hier gibt es eine ganz dünne weiße Linie, die geht jetzt von einem ins nächste Blatt hoch, klebt noch nicht richtig. So ist, glaube ich, ganz gut, damit das einfach auch schön bleibt. So. Und dann haben wir hier. Den letzten. Naja, so ganz gerade haben wir es nicht. Hier ist ein bisschen mehr Platz als hier, aber gut, das ist dann jetzt so. Der Wille war da. So, da haben wir zumindest schon mal eine Karte mit vier Streifen. Das ist doch schon mal ganz hübsch. So, und jetzt habe ich gesagt, ich habe noch keine Idee, wie es weitergeht. Ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich gerne da drauf so ein bisschen Vellum legen. Wir brauchen ja jetzt einen Kreis. Der Kreis ist ungefähr so groß wie zwei von diesen Streifen. Ne? Wenn man den ein bisschen höher schiebt, würde ich behaupten, der ist so groß wie zwei von diesen Streifen. Und dafür habe ich mir eigentlich meine Kreise mitgebracht. Nö, habe ich nicht. Warum habe ich denn meine? Doch. Natürlich habe ich meine Kreise mitgebracht. Hier sind meine Kreise. Lagenweise Kreise. Und jetzt gucken wir einfach mal, welcher Kreis so groß ist wie. Also, wir nehmen jetzt den äußeren Kreis, also so groß ist wie zwei. Ja, und da haben wir schon, ne? So soll dann ja hinterher werden. Das ist dieser Kreis und dann brauchen wir einen Kreis, der noch ein bisschen kleiner ist. Da würde ich dann diesen Kreis gleich nehmen, weil das nur ein sehr schmales Stück ist, was da übersteht. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So, dann habe ich mir überlegt, wir werden aus einem weiteren Stück Farbkarton. Was ist denn los hier? Ich bin gerade total irritiert. Entschuldigung. Ich muss ein bisschen zur Ordnung rufen hier vor Mittagessen. Wobei vor Mittagessen ist gut. Mein Telefon sagt gerade, das ist 16.31 Uhr. Prima. Dann dürfte zumindest gleich der Film fertig sein, das ist schön. Dann kann ich mit diesem hier gleich weitermachen. Und während dieser hier dann rendert, könnte ich mir was zu essen machen. Das ist doch mal ein Plan, oder? So, jetzt habe ich die Kreise fertig. Und jetzt stelle ich fest, ich habe vorhin gesagt, ich möchte gerne mit diesem Stempel arbeiten. Das funktioniert super gut, weil der genau passt. Entschuldigung, Froschmalz habe ich hier auch noch. Muss ich mir mal eben ein bisschen. Oh, das ist auch echt Arbeit hier. Ich stelle mir die nämlich immer auf den Fußboden, damit ich da dran kann. Aber die so hochzuheben, ist ja auch schon echt eine Hausnummer. Die hat ja schon ein bisschen Gewicht. Könnt ihr mal was sehen?
ein bisschen was könnt ihr sehen, ne? So, nehmen wir noch mal eben den Kreis. Das ist auch der größere Kreis, jawohl. Machen hier schon mal einen Kreis. So. Dann haben wir schon mal den ersten fertig und den zweiten müssen wir erst noch weiter bearbeiten, bevor wir ihn ausschneiden. Also stellen wir die erst noch mal weg. So, aber ich glaube, das wird ganz gut. Das gefällt mir, glaube ich, wirklich richtig gut. Das machen wir so. Also, ich habe mir überlegt, wir werden embossen. In Weiß. Mit diesem Spruch. Greif immer nach den Sternen. Ist noch ganz neu, habe ich noch nie benutzt. Ziehen wir eben die Folie ab. Dann das Ganze auf einen Block drauf. So. Und dann werden wir das hier embossen. Versamark kennt ihr bestimmt auch, haben wir im Katalog. Das ist klebrige Tinte, also es ist im Endeffekt durchsichtig, was wir hier gleich tun. Ja, geht. So, genau, damit stempeln wir jetzt. Ich drehe das vorsichtshalber mal um. Eigentlich passt der Kreis, aber vielleicht habe ich nicht mittig gestempelt und dann passt das nicht mehr. Darum drehen wir den Spruch einfach um. So. Es ist schon arg dunkel. Ah, ich glaube, so kann man das so ein bisschen erkennen. Erahnen ist vielleicht das beste Wort dafür. Da machen wir das schnell wieder zu. Und jetzt nehmen wir diese klebrige Tinte und stecken sie einfach hier rein. Und weiß jemand, was ich vergessen habe? Genau, ich habe meinen Embossing-Buddy nicht genommen. Denn ich habe keine Freunde. Wir sind Embossing-Buddy und ich, wir sind im Moment einfach überhaupt keine Freunde. Denn immer wenn ich so dunklen Farbkarton nehme, um zu embossen, habe ich hinterher, wenn ich den Buddy benutzt habe, das komplett weiß. Also wie wenn ich, wie heißt die denn noch, Kreidetechnik benutze, also mache, ne, mit so einer Tafel, so sieht das dann hinterher aus. Weil ich das hier unbedingt vermeiden möchte, benutze ich keinen Embossing Buddy. Dafür versuche ich jetzt die überflüssigen Partikel so ein bisschen wegzupinseln. Ansonsten habe ich einfach vorher mich bemüht, nicht so sehr darauf rumzutatschen, damit das Fett der Finger da nicht drauf bleibt, um den Abdruck zu verfälschen. So, jetzt wird das mal eben ganz kurz laut, weil ich jetzt den Föhn anschmeiße, um das mal eben zu föhnen. Ich versuche euch da das eindrucksvoll zu zeigen, aber sabbeln werde ich nicht. Ich schalte einfach den Ton aus, damit ihr das nicht hören müsst. So, das war's schon. Ich hoffe,
hoffe, ihr konntet das mitverfolgen. Ich sehe das leider erst gleich bei der Bearbeitung des Videos, ob man das wirklich vernünftig sehen konnte. Ansonsten gibt es auch ein Embossing-Video, bei dem ich die Grundlagen von Embossing erkläre. Das kann ich euch ja auch nochmal eben verlinken, falls euch das Thema Embossing, also dieses hier nennt man Embossing, falls euch das interessiert. Es gibt Technikvideos, die ich gemacht habe zum Thema Embossen. Die sind schon etwas älter, aber ich habe sie tatsächlich schon mal gemacht. Also wenn ihr Lust habt, euch das anzuschauen, verlinke ich es euch. So, dann kommt hier wieder jetzt unsere Big Shot. Ach so, jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert. Sekunde. Ich denke gerade, ich habe doch eine Magnetplatte. Ja, aber man soll ja zwischen den Platten arbeiten und nicht auf den Platten. Also, dann geht das nämlich auch mit dem Magnet. Und jetzt kann ich das nämlich schön ausrichten, dass mein Huch, Entschuldigung, dass mein Kreis hinterher auch mittig ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Schwupp. So. Das finde ich total toll, muss ich ja mal so sagen. Das gefällt mir super. Sehr schön. Das, was ich so im Kopf hatte, hat funktioniert. Das finde ich ja auch immer sehr schön. Ach so, übrigens, hier ist die Rückseite. Wie ihr seht, ist auf der Rückseite auch Pulver gewesen, weil ich ja einfach das so reingeschoben habe und die Rückseite nicht sauber gemacht habe. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das sieht ja kein Mensch mehr. Wenn wir das jetzt hier drauf kleben, ist das weg. So, greif immer nach den Sternen. Die Karte. Jo. Prima. So, dann nehmen wir uns ein paar Dimensionals für die große Fläche. Oh, hier kann man gerade wunderbar sehen, wie blöde das aussieht, wenn man das klebt. Also das Pergamentpapier, wenn man das klebt. Deswegen sagen wir immer, versteckt die Klebepunkte unter irgendwas anderem. Unter Buchstaben oder unter so einem Zweig unter einer Blume oder so, weil das geht auch nicht mehr weg. Das bleibt so. Das ist jetzt natürlich gerade meine Unterseite. In meinem Fall ist das egal, aber hier könnt ihr wirklich eindrücklich sehen, wie das nicht schön wird, wenn man mit Flüssigkleber versucht, Transparentpapier zu kleben. So, dann habe ich mir gerade noch überlegt, ob ich ich glaube, ich mache da keinen Faden zwischen. Nee, ich werde nur noch Sterne aufkleben hier. Die sollen einfach noch die Verbindung ein bisschen herstellen und ein bisschen im All glitzern. Darum machen wir einfach hier noch so ein paar extra Sterne da rein. Eine ungerade Anzahl macht es immer schön. Wobei, also ich das vielleicht sogar einschränken möchte auf eine ungerade Anzahl Größe 1.
Denn ein einziger Stern ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen. So, da haben wir 5. Das ist doch auch schön. Dann machen wir diese hier noch ab. Die kann ich auch so abnehmen. So, dann gucken wir hier noch mal schnell auf unsere Vorlage. Susanne möchte, dass wir nicht hier in der Mitte sind, sondern ein bisschen weiter rechts und ein bisschen weiter unten. Also mit dem, ich nehme jetzt mal die Pinzette, damit ihr das besser verfolgen könnt. Ein bisschen auf der untersten Linie und ein bisschen Platz nach rechts heißt hier so. Also platzieren wir das auch da so. Und damit ist mein Catch. Mein Catch. Oh Gott. Vielleicht sollte ich tatsächlich gleich mal was essen. Umgesetzt. Und ich kann mich freuen auf eure Sketche zu unserer Vorlage. Und ja, ich drehe gleich schon das nächste Video. Nee, gar nicht. Brauche ich gar nicht. Haha, weil der nächste Sketch, den wir uns ausgedacht haben, wir müssen nämlich ein bisschen vorarbeiten, denn die Susanne, mit der ich ja Catch the Sketch zusammen mache, Susanne fährt nach Alaska mit Stamping Up jetzt in den letzten Juli-Tagen und will natürlich nicht als allererstes ins Bastelzimmer hetzen, damit sie den August-Sketch fertig hat. So haben wir uns also schon ein paar Themen im Voraus überlegt. Und den August-Sketch kann ich dann gleich auch nochmal, oder die August-Challenge, darf ich schon so verraten? Ja, darf ich schon, ne? Also es wird kein Sketch. Aber ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass wir jetzt viele, viele Möglichkeiten haben für eine Challenge und es wird also kein Sketch, aber es wird gut und tatsächlich brauche ich kein Video zu drehen, weil es gibt dieses Video schon, was auch sehr vorteilhaft ist, aber eine Karte mache ich noch. Aber dann werde ich jetzt gleich erstmal was essen. So, das war das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zuzugucken, Spaß gemacht, mal mit einem Produktset zu arbeiten oder zuzugucken, wie ich damit arbeite, was man damit so machen kann. Falls ihr Interesse habt an diesen Produktsets, an diesen Sternen oder an der Handstanze oder an einem Workshop zu diesem Thema, lasst es mich gern wissen. Ich kann das gerne mit planen, dass wir das machen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen hoch. Wenn ihr noch mehr vom Stempelpalast sehen möchtet, lasst mir gerne ein Abo da. Und bis dahin sage ich erstmal einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Thank you.